Ja, es ist überhaupt erstaunlich, dass ich irgendwie heute eine Podcast-Folge aufnehme, da die letzten Tage und Wochen in meinem Leben sehr kompliziert waren. Und ich weiß, ich bin unnötig besser dran und trotzdem entsteht am Anfang so ein Zweifel und es fühlt sich an, als hätte ich einen zu engen Schuh wieder ausgezogen, den ich aber eigentlich sehr mochte. Du sagst nichts, mir ist kalt, meine Augen sind glasig, ich will dich nicht mehr sehen, geh, du raubst mir meine Zeit. Ich weiß es auch, aber dann irgendwie in der Situation ist es dann trotzdem so schwierig, darüber so zu reflektieren, also in der Situation dann, das dann so zu sehen. Wie ist das, was jetzt ist, voll der Normalzustand geworden. Und ich erinnere mich auch daran, dass ja die ganze Corona-Sache im Februar langsam angefangen hat und wir alle irgendwie dachten, das ist so eine, oder glaube, dass, also ich glaube, dass wir irgendwie alle dachten, dass es halt so eine kurze Sache ist. Und ich erinnere mich noch daran, dass meine Mutter zu mir damals sagte, ja, das ist unser neuer Lebensstandard, unser Lebenszustand und wir müssen mit Corona jetzt leben. Und ich habe das gar nicht verstanden und ich habe dann irgendwie im Juli, Juni irgendwann realisiert, was sie damit meinte. Das ist irgendwie generell nicht so, also so wenig allgemein passiert, es ist in meinem Leben voll viel passiert gefühlt. Ja. Das ist eigentlich voll viel Cooles passiert und wir haben so voll viel bei uns gelernt. Wir beide haben, glaube ich, unsere Freundschaft nochmal so voll verstärkt durch die ganzen Sachen, die wir auch im Lockdown zusammen gemacht haben. Eine wichtige Sache, die ich dieses Jahr gelernt habe, ist auf jeden Fall nicht zu viel auf morgen und auf gestern zu gucken. Denn unser Leben ist ja immer heute. Und das ist nur heute ganz oft wiederholt. Und wenn ich heute zu einem guten Tag mache und das immer wieder mache, also jeden Tag heute zu einem guten Tag mache und unser Leben immer heute ist, dann resultiert das in ein gutes Leben, denke ich. Auch mit der ganzen Quarantäne-Sache oder vielleicht auch gerade deswegen, war 2020 für mich, glaube ich, eines der besten Jahre in meinem Leben. Und durch diesen ganzen Lockdown mit uns selbst konfrontiert, wir mussten irgendwie lernen, mit uns selbst klarzukommen. Und ich glaube, dass zumindest ich mich vor dieser Lockdown-Zeit immer abgelenkt habe und auch von meinen eigenen Gedanken und Gefühlen abgelenkt habe. Und ich habe ja auch in diesem Jahr einmal diese Challenge gemacht, 14 Stunden gar nichts zu machen. Ich habe einfach gemerkt, wie sehr wir unsere Gedanken immer verdrängen. Und wegen dieser ganzen Lockdown-Zeit waren wir einfach damit konfrontiert mit unseren eigenen Gedanken. Wir mussten uns unsere Gedanken anhören, um mit denen lernen, umzugehen. Und ich glaube, deswegen haben auch viele von uns, oder ich zumindest und einige meiner Freunde und Freundinnen, echt gelernt, in diesem Jahr aus unserer Komfortzone ein bisschen rauszukommen und mit uns selbst umzugehen und uns selbst besser kennenzulernen. Ich glaube, das ist halt so voll wichtiger Punkt dieses Jahr. Und wir haben ja vor einigen Tagen zusammen angefangen, unser Jahr zu reflektieren und die ganzen Erfolge und Gewinne dieses Jahr aufzuschreiben. Und ich finde es halt ziemlich wichtig, in dieser Situation auch darauf zu achten, dass man sagt, auch wenn wir in diesem Jahr nicht so viel erreicht haben als Mensch, dass es nicht schlimm ist. Weil dieses Jahr ein super schwieriges Jahr für alle von uns war, denke ich mal. Denn die meisten von meinen Zuschauern und Zuschauerinnen gehen ja noch zur Schule. Und ich glaube, dass auch für alle Schüler und Schülerinnen es ein sehr schwieriges Jahr mit Homeschooling sich da umzustellen. Vor allem für Leute, die in einer Abschlussklasse waren. Ich habe gestern so eine Abstimmung gemacht bei Instagram, habe euch gefragt nach euren Problemen im Homeschooling und habe da ganz viele, meiner Meinung nach, schlimmen Geschichten gehört, was im Homeschooling bei Leuten passiert ist, jetzt auf die Schule bezogen, auf den Unterricht bezogen, auf den Abschluss bezogen und so weiter und habe da ein sehr tiefes Mitgefühl auf jeden Fall und habe so realisiert, was für eine privilegierte Situation ich bin oder viele von uns wahrscheinlich auch sind. Und ich glaube, wir müssen da wirklich versuchen, ein gutes Gleichgewicht zu finden zwischen, wir müssen aufpassen, unsere Erfolge vielleicht nicht zu hoch zu zelebrieren, vor allem nicht im Internet, weil, wie ich gerade schon gesagt habe, wenn ich jetzt hier so ein Video mache mit all meinen Erfolgen, dann habe ich sehr Angst, jemanden zu triggern damit. Aber andererseits sollten wir auch unsere Erfolge meiner Meinung nach nicht runterspielen und sagen, hey, es ist klasse, was wir auch mitten in einer globalen Pandemie erreichen konnten und was wir auch mental und als Person erschaffen konnten und erreichen konnten in einem so schwierigen Jahr. Also falls du dieses Jahr auch nur eine Sache erreicht hast, auf die du stolz bist und von der du froh bist, sie erreicht zu haben, dann bin ich auch sehr stolz auf dich und freue mich sehr für dich. Aber auch falls das Einzige, was du erreicht hast dieses Jahr ist, bis zum Ende dieses Jahres zu überleben und jetzt im Endeffekt hier zu stehen und einfach da zu sein, dann ist es auch was Gutes und es ist auch ein Erfolg dieses Jahr, auf jeden Fall in diesem super schwierigen Jahr für uns alle. Also ich habe im Februar angefangen, regelmäßig Tagebuch zu schreiben, habe jetzt wirklich über die letzten 10, 11 Monate fast jeden Tag Tagebuch geschrieben und ich habe jetzt gerade mal durchgelesen und ich bin halt so geschockt, wie viel dieses Jahr passiert ist und ich so viel schon wieder vergessen habe. Das Tagebuch schreiben wirklich so eine Sache ist, die in mehreren Aspekten sehr viel
zum Leben beiträgt und von der man in vielen Aspekten profitieren kann. Zum einen habe ich einfach im Februar damit angefangen und es sind einfach so viele Dinge im Februar passiert, von denen ich jetzt nicht mal weiß, dass sie passiert sind, beziehungsweise mich daran erinnern konnte. Andererseits hilft es natürlich auch total im Moment, seine Gedanken und Gefühle festzuhalten und diese aufzuschreiben, aber auch auf jeden Fall, um im Nachhinein zu reflektieren und zu gucken, wie war ich eigentlich vor ein paar Monaten, vor ein paar Wochen oder vor Jahren, wie war ich da drauf und wie habe ich mich jetzt verändert. Das ist irgendwie richtig krass, weil ich habe ja gerade schon so ein bisschen darüber erzählt, wie ich finde, dass wir uns dieses Jahr bestimmt alle verändert haben und gerade auch diese ganze neuen Situation, wir persönlich als Menschen so gewachsen sind. Was ich jetzt jedes Jahr im Dezember machen möchte, ist einen Brief an mich selbst zu schreiben. Dann kann ich so ein bisschen meine Intention für jeweilige Bereiche in meinem Leben aufschreiben und vielleicht auch so meine Werte und Überzeugungen in diesen Aspekten jeweils, weil ich es so krass finde zu sehen, wie sich unser Mindset innerhalb auch eines Jahres so verändern kann. Und ich glaube, wir sind alle noch in so einer Phase, wo wir uns auch sehr verändern und deswegen sind auch gerade so Jahre oder so ein Jahr wie dieses diesjährige Jahr sehr krass und ich finde es so wichtig und so cool, das Ganze irgendwie festzuhalten und dann im Endeffekt zu reflektieren und zu sagen, hey, das hat sich verändert und das hat sich positiv verändert, das hat sich vielleicht negativ verändert, aber das kann ich daraus lernen. Ich bin kein großer Fan davon zu sagen, dass dieses Jahr alles besser wird, da ich der festen Überzeugung bin, dass man sein Leben jeden Tag neu entscheiden kann oder auch jede Minute eigentlich verändern kann. Und eigentlich kannst du jede Minute deine Intention und dein Mindset neu entscheiden. Aber trotzdem glaube ich und hoffe ich auch sehr stark für uns alle, dass 2021 vielleicht ein besseres Jahr wird. Und wir ab morgen am 01.01.2021 mit einem neuen Mindset in das nächste, hoffentlich inspirierende und schöne Jahr starten werden.